Nicht runterrutschen! Tim, das hält nicht! Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, liebe Freunde! Willkommen zum zweiten Advent-Video mit Tim Free! Und hallo, hallo! Challenge heute. Ja. Heute ist Challenge angesagt. Ja. Was machen wir, Tim? Ja, also es wird eine Challenge, nämlich ich sag nur Knusper, Knusper Häuschen. Aha. Heißt, wir müssen uns architektonisch ein bisschen austoben. Ja, ich habe nämlich gedacht, ich war einkaufen, war eine ganz coole Verkäuferin da und die hat gesagt, ja, ich habe noch was für Weihnachten. Okay. Und ich hol das mal. Ja, hol das mal, hol das mal. Wir machen heute ein Knusperhäuschen von Dr. Oetker. Ja, gut. Das ist nicht so wichtig. Ja. Es geht um das Häuschen. Richtig. Und die Challenge sieht so aus, wir machen das, wer am schnellsten ist. Heißt also, in meinem Video stoppen wir die Zeit, wie lange ich brauche, um dieses Häuschen zu bauen. Genau. Dann zack, ne, genau. Schreiben wir die Zeit richtig, auf. Richtig. So, wenn wir die Zeit gestoppt haben, der Verlierer muss auch eine Bestrafung machen. Ja, die Bestrafung verraten wir noch nicht. Noch nicht? Aber ich weiß sie wirklich tatsächlich noch nicht. Ja, aber sie wird euch gefallen. Sie steht auf dem Zettel, das hat er mir gezeigt. Zusammengeklappt, aber was draufsteht, weiß ich nicht. Ja, ihr werdet das sehen. Also guckt es gerne bei meinem Video an, bei seinem Video. Es wird lustig. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Hausbau bei mir in 3, 2, 1, let's go! Okay, Tim, aber wir machen noch nicht auf, ne? Aufreißen gehört mit dazu. Das gehört mit zur Zeit. Okay, also ganz wichtig, hinten ist ja eine Erklärung, wie es aussehen muss. Ja, da darf man schon raufgucken. Okay. Das heißt, also bisschen kurz rein, aber das hält ja alles von deiner Zeit ab. Okay. Musst du dran denken und ich sag mal, top, die Wette gilt. Alles klar. So, also eine Giebelplatte. Okay, so, alles klar. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht richtig drauf geguckt. Aber es muss ja aussehen wie ein Häuschen. Wollen wir mal gucken, ob du es hinbekommst. Was haben wir denn hier? Warte mal, ich muss die Zeit gucken. Okay, hier sind die. Okay, alles klar. Hier sind die Platten. Hier sind die. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, und Leute, denkt dran, wir machen das alles für euch. Zweiter Advent. Ne, ihr habt gesagt, wir sollen ein bisschen weihnachtlich was machen und... Ne, wir machen was Weihnachtliches. Wir machen was Weihnachtliches. So, das hier. Das hier. Boah, jetzt muss ich mal gucken, ey. Was ist denn jetzt davon, die Bodenplatte? Tim, was ist denn davon die Bodenplatte? Das weiß ich nicht. Aber es sieht die sehen alle anders aus. Okay, das sind die Seiten. Das sind die Seiten. Und das sind... okay, alles klar. Pass auf, Tim. Jetzt geht's los. So rum. Das hier ist der Boden. Sicher, dass überhaupt ein Boden da hinkommt? Ja, da kommt ein Boden hin. Sicher? So, warte, ja. So, jetzt nehme ich mir hier mein Zeug. Hier drauf tun, da drauf. Ja, warte. So. Jetzt kommt hier, weißt du, dass das hier ist? Der Schnee, weißt du, wie ich meine? Ah, okay. Der Mann kennt sich aus, als ob er das jeden Tag macht. Ja. Ja, irgendwas stimmt das nicht. Nee. Doch, das ist richtig. Warte. Doch, nein! Tim! Was mach ich denn? Warte. Moment. Das hält schon. Da siehst du, das hält. Ja, okay. Aber es sieht so irgendwie aus, ob da so ein Elch raufgekotzt hat. Das ist ja wohl eine Frechheit. Das hält schon. Sehr gut. Das ist ja wohl wunderschön, das Haus. Tim, das geht nicht auf! Man kriegt übrigens keine Hilfe hier, ne? Nee, man muss das hinkriegen alles. Alter, für ein Schmarrn. So, mal Zwischenzeit, wir sind jetzt schon bei drei Minuten. Geht es denn jetzt auch darum, ob das hübsch aussieht? Ja, natürlich, ein bisschen hübsch muss es ja schön aussehen. Ja, das stimmt. Hat ja was mit Weihnachten zu tun. Das stimmt. Denk auch an die Ziegelsteine, ne? Die müssen... Was für eine Ziegelsteine? Die müssen da ja auch mit drauf. Oh ja, warte doch. Tim, das hält alles nicht. Nicht runterrutschen. Tim, das hält nicht. Das ist das Originale. Warte. Und jetzt nochmal. Das ist das von Dennis. Tim, das hält alles nicht. Es geht nicht auf. Und zwischenzeitlich, die gute Erde zu uns kraft ist wieder. Tim, was ist denn da alles drin? Ja, alles. Alles, was zu so einem Knusperhaus dazugehört. Ey, da ist eine Katze. Die gehört auch dazu. Das ist doch hier. Oh ja, so. Auf dem Dach. Jeder andere würde sie neben die Tür stellen. So, da ist noch ein bisschen Papier dran kleben geblieben, aber das macht ja nichts.
Doch. Ja, liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare rein, ob wirklich hier Dennis wirklich das beste Knusperhaus gemacht hat. So, Moment. Warte, nein! Ja, aber da haben wir doch schon mal was für den zweiten Advent. Man kann es gut in die Wohnung stellen. Ne? Wenn man mit der Familie feiert, nimmt man das mit und zeigt das. Warte, und sagt, das hat das Nachbarskind von 3 Jahren gebaut. Man möchte nicht meinen, dass das ein 28-Jähriger gebaut hat, wa? Die Dinger, oh, fand die ich, sind gut. Die sind richtig die eklig. Die fand die, ach, die findest du nicht gut? Die finde ich hammer eklig. Och, ich fand die immer meine Mom isst die total gerne, aber ich finde die Teile einfach maximal widerlich. Das sind diese komischen Minzplatten. Warte mal. Boah. So, wir sind ja schon bei 5 Minuten. Ja, Tim, was willst du machen? Ich bin noch lange nicht fertig hier. Das rutscht alles runter. Wir hätten das noch fester machen müssen. Das ist ja schon perfekt hier. So, hier, jetzt verschönere ich das auch noch. Da. 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 Also, Tim, ich würde sagen, ich finde dieses Haus absolut genial. Ja. Also ich finde das hübsch. Ich bin mir noch nicht so sicher. Hier ist ein Weihnachtsstern, Tim. Also ich würde jetzt mal fast sagen, der Verlierer sitzt da drüben. Da hier, guck mal. Der Weihnachtsstern kommt oben da. Das machen wir auch noch da, das ist ein Tannenbaum. Durch, also ich nochmal. Wie die alle ganz runtergerutscht sind. So, fertig! Oh, warte, oh. Zeitstopp! Warte, dann müssen wir jetzt nochmal gleich. 7:18. Hallo? Tim, zeig das mal bitte kurz in seiner vollen Pracht. Einmal kurz den Rundumblick. Das ist ja wohl geil, oder? Freunde, wenn euch das Haus gefällt, liken. Also ich find's geil. Ja. Nee, der Giebel ist ein bisschen verrutscht. Die Frage ist natürlich nur, wie kannst du es jetzt transportieren? Würdest du es überhaupt hochheben können? Ja, hier. Ach, guck mal an. Hätte ich es gar nicht gedacht. Das schmeckt auch. So, Freunde, ihr habt gesehen, wie mein Häuschen aussah. Gönnt euch mal, wie das von Tim aussieht. Oh nein. Es sollte so aussehen. Es hat nicht funktioniert. Ja. Gönnt euch auf jeden Fall, wie er das Ding zusammengebaut hat. Allein das ist schon der Spaß wert gewesen. Wie ewig er daran gesessen hat. So nice. Aber ich würde behaupten, wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, es hat die Form von einem Häuschen. Vorne, guck mal, wie er hier getrickst hat. Ja. Hier oben rechnet es nämlich bei ihm rein und hat einfach die Platten da drauf gelegt. Das hat nicht mehr funktioniert. Also ich würde sagen, ich glaube, die Community ist sowohl bei dir im Video als auch bei mir im Video. Wir sind uns darüber einig. Du hast gewonnen! Diesmal leider architektonisch... Ich hab's ja geeignet. Tim, es hat nicht gereicht. Es war anstrengend, ich bin auch total fertig. Aber du hast gewonnen. Ich werde die Bestrafung machen. Geh dir erstmal deine Patschehändchen waschen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bestrafung. Ach, scheiße. Ja, liebe Freunde, Tim, führ uns oder führ dich selbst deiner verdienten Bestrafung zu. Was ist es? Komm, ich will's jetzt wissen. Ich habe hier ein Weihnachtsgedicht. Ja. Und dieses Weihnachtsgedicht muss ich jetzt leider vortragen. Ja. Mit einem Löffel Mehl im Mund. Oh, das finde ich gut. Ja, das können wir hier in der Küche machen. Hier kann man auch gut saugen. Ja, das wird glaube ich schon ein bisschen. Okay, ich filme mich dabei. Ja. Ja, dass ich dir das Löffel Mehl im Mund kriege. Du darfst, ich habe ja, finde ich gut. Oh nein. Was meint ihr, Freunde? Ist das ein ordentlicher Löffel Mehl? Ich würde sagen, ja, Tim, bist du bereit? Ich bin bereit. So, einmal den Mund weit aufmachen. So, Moment. Und dann würde ich sagen, gib uns dein Gedicht zum Besten. Los geht's. Ja? Ey, Alter, voll die Staubwolke. What the fuck? Weihnachtsmann? Ja, ich hab Weihnachtsmann verstanden. Mein Boden. Oh, meine ganze Kamera ist voller Mehlstaub. Sag dir das Übel an. Färbe deinen weißen Bart. Ja. Mach dir auf die Weihnachtsfahrt. Komm doch auch in unser Haus. Oh Gott, mein Mund trocken. Pack die Gitarre auf. Ach, erst das Sprichwort sollst du. Ja, ich kann dich hören. Zumal. Lieber Guter. Jetzt kommt das gleich mehr Kimber. Oh, Scheiße. Ja, komm, Kimber auf den Boden. Lieber guter Weihnachtsmann. Guck mich nicht so böse an. Steck deine Rute ein. Will auch immer.
Schön, Tim. Siehst du ein bisschen, dass er so toll wurde? Finde ich, hat er schön gemacht, oder? Hat er schön gemacht? Ganz ehrlich, abonniert meinen Kanal für diesen Scheiß. Oh, ja, Tim, dann gönn mir was zu trinken. Einfach ein Fischschwein. Ein Fischschwein, das weg. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, guckt euch Tims Video an. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.